Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Sherlock Holmes, der Devil's Daughter. Ein Detective Crime Thriller, den wir gemeinsam bestreiten werden. Keine Ahnung, wie man dazu sagt. Mein Name ist Erzur. Und ja, wir hatten ja vor Ewigkeiten ein Let's Test dazu gemacht. Und jetzt endlich, nach langer, langer Zeit, kommen wir auch zum Let's Play. Und wir sagen, wir beginnen ein neues Spiel, weil, ja, wir wollen ja von vorne anfangen und nicht dort weitermachen, wo das Let's Test aufgehört hat. Wir wollen ja wissen, was auch vor dem Let's Test passiert ist. So, wollen wir ein neues Spiel starten? Ja, klar. Wir nehmen Aufstellender Detektiv. So, haben wir wieder einen wunderschönen Ladebildschirm. Einen sehr, sehr schönen Ladebildschirm. Der ein bisschen lang braucht. Aber gut. So, dann beginnen wir mal das Spiel, würde ich sagen. Achtundvierzig Stunden zuvor. Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein, kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ach, der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach. Um Himmels Willen. Armer Junge, komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtig gehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn. Durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. So, da sind wir wieder. Gut, wir haben da also einen Tom vor uns, wenn ich das da richtig lese, bei diesem Plakett hier. Aber wir fragen mal, warum er hier ist. Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vermisste Fäden. Also so ein Fall wird das. Wir können nichts anderes machen, also klicken wir mal einfach auf diesen Knopf. Ganz unschuldig.
Und führen Sie Ihre Charakteranalyse durch, indem Sie sich auf wichtige Details konzentrieren und folgern, was sie bedeuten. Alles klar, das heißt, wir dürfen den kleinen Jungen mal genau in die Augen nehmen. Apropos Augen, fangen wir schon mal an. Gerötete Augen, Bindehautentzündung, hat kürzlich geweint. Also, das kann man, ist nicht schwer zu nachverfolgen, er hat natürlich vor kurzem geweint. So, was haben wir hier noch? Blasse Haut, Mangelernährung. Alles klar, dann haben wir ein Plakett. 1887 geboren, Tom ist 8 Jahre alt. Am 3.10.1887. Alles klar. Da haben wir auch was. Gepflegter Flicken, fürsorgliche Eltern. Wo ein Elternteil verschwunden ist. Karte von London, kann eine Karte lesen und verwenden. Alles klar. Da haben wir auch noch was. Arm deformiert. Das ist gleich eher durch eine Fehlbildung. So, Analyse bestätigen. So, Tom ist 8 Jahre alt. Seine Kleidung ist abgetragen und mehrfach sorgfältig gepflegt. Toms Eltern sorgen gut für sein Wohlergehen. Seine blasse Haut lässt vermuten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er sieht traurig aus und hat gerötete Augen. Er hat vor kurzem geweint. Toms Fehlbildung könnte auf eine mangelhafte Ernährung seiner Mutter während der Schwangerschaft zurückgehen. Ja, sowas gibt's noch immer. So, sein Name, hä, wissen wir doch. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Achso, vom Vater, alles klar. Und der ist also verschwunden. Verschwunden also? Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Okay. Was ist denn geschehen? Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Seltsam? Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Und das war alles vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Okay, das klingt ein bisschen... Klingt ein bisschen komisch. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Gut. Wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street. Erster Stock. Tür E. In Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Das machen wir doch gerne, du kleiner Lauser. So, was haben wir denn hier? Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Alles klar, wir gucken uns mal zuerst ein bisschen um. Da ist die Geige. Da steht der gute Wort. Oh, was haben wir denn hier? Sieht sehr interessant aus. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Alles klar. Irgendwas mit Kehlkopf. Keine Ahnung. Irgendwas über die ganze Welt mit Krokodile und Schlangen. Und ich kenne mich nicht aus. Ich weiß, um was es im Fall geht. Keine Ahnung. So, was sagt denn Dr. Watson? Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Okay, dann halt Toby. Und? Wir müssen Tom helfen, seinen Vater zu finden, Holmes. Ja, mach mal. Was haben wir denn hier? Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Alles klar, da ist alles Archiv. Schön, dass das neben offenem Feuer ist. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Sonst können wir hier eh nichts machen. So. Gucken wir mal da hinein. Das könnte unser Zimmer sein. Oder? Was haben wir denn hier? Watson schreibt damit über unsere Abenteuer. Okay, ist Watsons Zimmer. Was hat er denn da? Study of Signal von Sherlock Holmes. Ein Buch von uns. Michael ist wieder ein Buch von uns, der Physiologie. Okay, Zelda, Manson und Cooks. Auch wieder ein Buch von uns. Da lauter Bücher von uns über Zigaretten und Asche, Psychologie und Fahrräder. Alles klar, sehr interessante Literatur. Was haben wir hier? Ein schönes Bild, das wahrscheinlich eine Detektivszene nachstellt. Da sitzt einer und überlegt, könnte aber auch ein Arzt sein oder ein Vater, der sich um sein Kind sorgt. So, da mal ein Schachbrett, gemütlich vom Kamin. Und hier ist...
denke ich mal, unser Zimmer. Sieht auch sehr gemütlich aus mit Feuer. Das hat der gute Watson nicht. Was haben wir denn hier? Einen Schminktisch. Warum auch nicht? Können wir Frisuren ändern? Die schaut bescheuert aus, die Brille. Und Bärte können wir uns natürlich verschiedene ankleben oder was auch immer. Interessant. Schön, dass es das gibt. Dann daneben haben wir wahrscheinlich den Kleidungsschrank, oder? Jawohl. Da haben wir den Kleidungsschrank. Da können wir uns nach Belieben dann umziehen und verkleiden und Karneval spielen. Ich bleibe mal bei... Was war das? Festlich? Das ist doch nicht festlich. Das ist gerade frisch aus der Wohnung aufgestanden nach einer Saufpartie. Na gut, das ist unser Balkon. Da ist eine Straße mit Bewegung. Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich alles, was da im Haus ist. Oh, da ist die Pfeife von Sherlock Holmes. Ganz, ganz wichtig. So, wir gehen da mal raus. Schauen uns mal ein bisschen auf den Straßen um. Und dann gehen wir zu dem kleinen Jungen. Und machen beim Fall weiter. So. Und dann verlassen wir mal das Haus. Und raus geht's. Tag, Officer. Sieht alles sehr belebt aus. Da drüben ist eine Kutsche. Mit der können wir dann, glaube ich, zum Jungen hinfahren. Dann gucke ich mal da in die... Oh, ist auch eine Kutsche. Egal. Wir gucken mal da in die Richtung. Alles sehr, sehr interessant aus. Was haben wir denn hier? Einen Zeitungsjungen. Zahl der Obdachlosen in London nimmt ab. Auf den Straßen von London gibt es immer weniger Obdachlose. Unsere Gesellschaftsreporter haben für diese Entwicklung keine andere Erklärung als das starke volkswirtschaftliche Wachstum im Königreich. Und natürlich den Wunsch unserer Mitbürger zu arbeiten und etwas zum Aufbauen eines erfolgreichen und florierenden Landes beizutragen. Dual lesen. Erfolgreichen und florierenden Landes beizutragen. Ganz ohne Zweifel können wir uns darauf freuen, dass sich die Lebensqualität in London weiter erheblich verbessern wird. Sehr schön zu hören. So, was haben wir denn hier? Einen kleinen Park. Da sitzt ein alter Knacker. Hier malt eine gute Frau. Sieht ganz, ganz hübsch aus, das Bildnis. Da mal ein Fernrohr und da mal ein Mann, der irgendwie verstört wirkt. Wir haben hier ein Teleskop. Was war das? Ich guck nochmal. Ist das eine Folterkammer oder was? Nee, das sieht... Da hat wohl jemand besondere Lieb... Ja, Vorzüge und ich dürfte, glaube ich, sehr dominant sein, die... starke Dame. Was ist das? Das ist, glaube ich, ein Zwillingsfoto von denen da hinten. Gut, dann schauen wir da. Huch. Da ist ein Besoffener und da ist eine Mutti, die ihn belustigt zusieht. Nein, das ist nicht mein Sohn. Ja, da haben wir eine kaputte Kutsche. Da haben wir den Wachmeister. Guten Tag, Sir. Was haben wir denn hier? Frische Getränke. So durstig bin ich dann doch nicht. Alles klar, dann trinke ich da das Wasser aus der Abpfütze. Haben wir wieder einen Zeitungsjunge, der kann uns, glaube ich, nichts mehr sagen. Was haben wir denn hier? Londoner Straßenessen. Es gibt weniger schmerzhafte Tode. Was soll das heißen? Entweder kochen die so schlecht oder keine Ahnung. So, was haben wir hier Schönes? Gässchen, wo Leute sich unterhalten. Einen guten Tag daher. Guck mal weiter, was haben wir denn hier? Ruhe. Watson war so nett und hat mir schon einen todlangweiligen Vortrag darüber gehalten. Alles klar. So, da haben wir auch was. Wir erkunden mal kurz die Straßen. Watsons Lieblingsteegebäck. Dann bewegen wir uns zum Jungen. Ich habe mir so vorgenommen, circa Viertelstunden Wollen zu machen. Mal gucken, ob sich das auszahlt. Huch, da speichert er. Was ist denn da los? Sieh sich das an. Ein Boxtraining. Warum auch nicht? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Es ist eh schon ziemlich fast eine Viertelstunde. Ich würde sagen, es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt ist momentan noch nicht sehr viel los hier bei Sherlock Holmes. Wir erkunden mal so ein bisschen die Gegend. Genießen das Spiel sozusagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird noch sehr, sehr lustig, das Spiel. Es wird noch sehr, sehr spannend. Aber gut, das werden wir im Verlaufe sehen. Ich sage danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Erzor. Ciao.